Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Amnesia The Dark Descent. Ich habe wieder den Timer vergessen und die Vergangenheits-Franzi ist ein blödes Arschloch. So wie immer. So, wir waren nämlich hier in der Küche. Da kam ein Vieh. Wenigstens habe ich... Immer wenn es kurz hängen bleibt, habe ich Angst, dass da was kommt, weil das oft so ist bei so Spielen. Also da lädt das Monster ja kurz. Genug. Von wo kam das Vieh? Oh shit, ich habe Angst. Irgendwie habe ich das Gefühl... Im Keller, das ist der einzige Ort, wo ich nicht weiß, wann was kommt. Das ist grauenhaft. Das ist richtig grauenhaft. Stop it! Stop it! Das fand ich jetzt nicht so unheimlich, wie wenn er auf einmal... What? What? Say what? Hello? Gott, ich hab Angst. Ich hab sau Angst gerade wieder. Scheiße. Ah. Ja, warte mal. Do whatever it takes. Is he safe? Well, it's for his own good. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, du blödes Arschloch! Oh mein Gott! Soon we'll be ready. Let enough time. Oh mein Gott! So erdreckiger Wichser! Alter! He escaped. Where is he now? Oh mein Gott, so ein Hobo! Oh Gott, ich kack den nachher so an. Ich kack den Kerl nachher so ans Bein. Dafür, dass er mir gerade den Schock meines Lebens verpasst hat. Wo bin ich überhaupt? Nun gut, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Oh Gott, hör auf mit der Scheiße! Ah, ich weiß, was hier kam. Burning houses. He should have known better. Ich weiß, jetzt weiß ich, was kommt. Jetzt weiß ich sogar, was kommt. Nämlich hier ist was drin, das weiß ich. Oder? Nö, doch nicht. Okay, ich weiß auch nicht, was kommt. Hm. Sexy. Das war ein sehr eckigen Arsch. Das sieht sehr unbequem aus, mein Lieber. Ah, fuck, ich zitter schon wieder. Und ich habe meinen Wellensittich nicht da. Sekunde, ich hole mir jetzt meinen Wellensittich. Charlie, ich habe Angst. Komm zu mir. Alexander, the Baron. Fuck, ich hab's übersprungen. Is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed.
My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Okay. Ich hab die erste Seite aus Versehen übersprungen, das tut mir leid. Nein! Nein! Shit. Nein, Charlie, don't go. Please don't get in here. Please don't come in here. Please don't come in here. Please no. Please no. Ich bin eine Leiche. See shit. Es ist weg. Ich glaube, es ist weg. Charlie, ich hasse dich so sehr manchmal. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Jetzt haben wir das kleine Mädchen gefangen. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen, Leute? Ach, hier war... Ihr seid alle Sadisten. Ihr seid alle schlechte Menschen. Ganz, ganz schlechte Menschen. Schlechte Menschen seid ihr. Es ist immer noch hier irgendwo. Was wo? Boah, Leute. Genau.
Ich finde den Kerker sogar schlimmer als den Wasserteil, glaube ich. Jetzt mittlerweile. Weit genug weggerannt. Gott, ich hasse den Kerker. Daniel, krieg dich wieder ein. Bitte. Bitte? Danke. Oh, ist das nett von dir, dass du dich wieder eingekriegt hast. Wie viel Öl habe ich noch? Ach, scheiße. Hier war das, genau. Hier war das. Ups. Fourth of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done. But at a price. So oft, ey. Wow, dude. Oh, fuck, surprise butt sex, dude. Surprise butt sex. Ich rede gerade nicht so viel, weil ich so Angst habe. Ich bin gerade sehr, sehr angespannt. Sehr. Komm bloß nicht auf die Idee, hier reinzukommen. Das ist nicht deine Bestimmung. Ich will Pokémon spielen. Oder Batman. Kann ich das Play nicht einfach hier abbrechen? Die Sicht ist vollkommen im Arsch. Im Eimer. Wenzel, dich kitzelt mich mal wieder gemeinerweise. Wo ist dieses eine blöde Gefäß? Wo ist das?
Ich bin sehr angespannt. Und wenn sie dich verlässt, mich glaube ich gleich wieder sie ist auf die Lehne meines Stuhls gesprungen. Ich würde jetzt auch gerne weinen. Oh Gott, gefunden. Ah, oh, geil. Boah, Leute. Boah, Leute, das ist pure Mindfuck. Wirklich. Oh Gott. Das alleine abends zu spielen, hier tote Mäuse. Hm. Alter. Na gut, ich glaube, ja, hier mache ich einfach mal einen Schnitt. Ich brauche jetzt echt Ruhe. Alter. Gut, danke fürs Zuschauen. Und ja, wenn es gefällt, könnt ihr ja den Daumen nach oben poken. Das bleibt ganz euch überlassen. Kommentare sind auch willkommen, wenn es nicht irgendwie Hater-Kommentare sind und so. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Video.